Hallo zusammen. Guten Und Morgen. guten Morgen. Nicht aus der Türkei, wie ihr sehen könnt. Hier ist Schnee. Ja, zumindest noch ein bisschen. Ja. Gestern war viel mehr. Also für die, die es noch nicht wissen, wir sind ja nach Deutschland gereist, aber wir nehmen euch heute ganz gerne noch mal mit in die Türkei, in unserem Vlog. Das Schwarze Meer tut uns irgendwie im Moment noch keinen Gefallen, weil wir haben nach wie vor immer noch richtig schlechtes Wetter dort. Ganz viel Regen und viel Sturm. Und auf dem letzten Vlog haben wir schon gesagt, wir sind auf der Flucht und wir sind es immer Immer noch. noch. Ja. Wir sind ja letztes Mal zum Kitzlik-Irmak-Delta gefahren. Da stehen wir auch noch. Und da hatten wir tatsächlich auch nur einen Tag mit Sonne. Einer der schönsten Stellplätze, die wir am Schwarzen Meer für uns entdeckt haben. Das stimmt, ja. Ja. Es war wirklich traumhaft schön. Ganz allein standen wir dort. Und dann ging es für uns weiter, weil wir brauchen unbedingt Trinkwasser und haben versucht, das auf unserer mehr oder weniger Bergtour zu ergattern, weil wir sind ganz viel durch die Berge gefahren. Die Küstenstraße ging am Anfang sehr, sehr flach, immer an der Küste entlang. Später ging es dann in die Berge rein und dort ging es dann immer wieder mal so 200, 300 Höhenmeter hoch, dann wieder runter in so einen kleinen Ort und das war die ganze Zeit so. Also vom Fahren her fand ich es traumhaft, die Ja, Strecke. war eine ganz tolle Straße. Wettertechnisch war es einfach überhaupt nicht schön für Sehr uns. schade für Ja, uns, ja. genau. Und weil wir es kaum erwarten konnten, sind wir da auch gleich wieder abgehauen, obwohl das einen schönen Strand hatte, Side. Ja, wir sind dann zum Burj Al Babas gefahren und wir waren echt überwältigt, wa? Ja, Ja. beeindruckende Kulisse, muss man schon so sagen. Aber ihr werdet es sehen. Wir blenden euch auch gleich mal ganz kurz ein, zwei Bilder ein, damit ihr wisst, wohin die Reise da ging. Genau. Ja, da würde ich sagen, Jetzt euch viel viel Spaß Spaß beim beim Anschauen. Anschauen. Guten Morgen, ihr Lieben. Der Tag begrüßt uns heute mit den ersten Sonnenstrahlen. Hoffentlich bleibt es so. Leider hat es schon wieder angefangen zu regnen. Also gehen wir jetzt mal frühstücken. So sehen unsere Schuhe jedes Mal nach einer Wanderung aus. Nach unserem lecker Mittagessen geht es für uns noch einmal an den Strand. Wir wollen die letzten Sonnenstrahlen unbedingt noch genießen. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Leider.
nehme ich Isla mit. Wahrscheinlich werden wir dann funktionieren. Before I sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through and through. No limit to what we. Auf unserem Rückweg hinter dem Strand kann man schon sehen, was der Regen hier verursacht hat. Und der nächste Regen ist schon wieder angesagt. Deshalb werden wir wohl bald den Platz verlassen. Was crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard heute herrliches Wetter, da haben wir gar nicht mit gerechnet. Eigentlich war Regen vorausgesagt, ne? Aber wir konnten schon draußen frühstücken. Ist richtig schön hier. Morgen! Schön aber noch. Wir schicken jetzt nochmal die Drohne nach oben, damit ihr mal sehen könnt, wie wir hier stehen. Ich glaube, das ist das schönste Fleckchen hier am Schwarzen Meer. Von der türkischen Seite, ne? Hat uns irgendjemand erzählt und wir können das bis heute erstmal bestätigen, weil wir haben allzu viel noch nicht gesehen und die ganze Zeit hat es ja auch nur geregnet. Oh, heart ache,
ganz früh aufgestanden und für heute ist leider wieder Regen angesagt, aber jetzt ist das noch richtig schön. Wir gehen jetzt mal ein bisschen am Strand entlang und genießen den schönen Vormittag. Zumindest für eine Stunde vielleicht. Da stehen wir. Das ist unser Nachtplatz oder Schlafplatz. Direkt hier am Meer. Da hinten sind noch so kleine Seen drin und ganz viele Bäume und Büsche. You tell me you're scared. Nach unserem Spaziergang geht es für uns nun endlich weiter zum nächsten Stellplatz. Aber noch wichtiger, wir benötigen unbedingt Trinkwasser und unser Tank zeigt nur noch irgendwie 20% an. Aber ihr seht auch schon hier beim Rausfahren, echt, es ist eine Katastrophe, wie nass das hier alles ist. Hier sollte eigentlich ein Park for Night Stellplatz sein. Nachdem die Straße komplett neu gemacht wurde, ist dieser Platz definitiv nicht mehr erreichbar. Wir sind dann weitergefahren in der Hoffnung, dass wir irgendwo einen schönen Platz finden, der nicht schlammig ist. Aber nachdem das Flussbett hier wohl richtig über die Ufer getreten ist, war alles nur ein Bad. Wir haben dann umgedreht und sind zurück, um einen halbwegs, ja, trockenen Platz zu finden. Guten Morgen, jetzt wird unsere neue Route geplant. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal so ein Stück, wo du es eingegeben hast, noch an der Küste. Wenn das funktioniert. Und dann gehen wir wieder neu ein. Eine Pause machen müssen wir eh mal. Sollte es jetzt für uns ein bisschen Frischwasser geben. Wir müssen es zwar mit einem Eimer oder mit einer Kanne auffüllen, weil der Bildschirm ist so ein großes Loch. Aber es scheint ganz tolles Bergwasser zu sein und die Einheimischen sind auch Wasser. Da kommt es aus den Bergen. Das kann man sogar ein bisschen sehen. Hier hat man wohl Klippeneimer. Kennen wir ja schon. Und? Sauber? Nicht sauber? Kündig. Oh. Sehr schade. Wir können hier doch kein Wasser holen, weil das ist grünlich, sagt der Ottmar. Also nicht sauber. Thank you.
In diesem kleinen Ort sind uns die alten Häuser aufgefallen und die haben uns sehr fasziniert zwischen den ganzen Neubauten. Seid ihr noch klein? Oh, da kommt noch einer. Vier kleine. Nee, fünf. Trees are in green, the ocean is gray, sky is a vague blue, come away. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows are capturing. I know my scatter right. Wir sind jetzt extra mal ausgestiegen und ein paar Meter gegangen bei dem Dreckswetter. Und von da hinten sind wir gekommen. Da sieht man die Straße und unten den kleinen Ort. Mit die ganze Küste entlang sind wir gefahren. So geht die Straße. Die echt ganze cool. Küste entlang. Man sieht die Küste von oben fast nie, aber sie ist nie weit weg. Ne? Ja. Und da ist der kleine Hafen. Und da sieht man auch wieder das dreckige Wasser, was da reingeht. Guck mal. Mhm. Was das für eine Auswirkung hat, wa? Ja. Yes. Ja, ich mit dem Schirm. In der Türkei. Unglaublich, aber wahr. Ja, ja, ja. So ein Scheißwetter. Aber landschaftlich sind wir echt happy, dass wir die Strecke hier gefahren sind. Mhm. Weil das ist keine klassische Küstenstraße, wie man die kennt, die so perfekt am Meer lang geht, oder ne? perfekt ausgebaut ist, sondern das sind die alten Bergstraßen und die haben schon was, muss man echt sagen. Und was man da unten sieht, das dreckige Wasser, das kommt aus den Bergen von den Flüssen. Der nimmt den ganzen Schlick und den ganzen Lehm mit. Ist wahrscheinlich jetzt auch nur so schmutzig, weil es jetzt ein paar Tage nur geregnet hat, ne? Ja, genau. Wird sonst auch nicht so dreckig sein. Mhm. Ja, aber cool. Ab ins Auto. Ab weiter, ins Trockene. In die Sonne. Weiter in die Sonne. Los geht's. Ja, jetzt geht's. Wie ihr euch vorstellen könnt, haben wir hier perfekten Handyempfang. Da hat man natürlich echt coolen Empfang, wenn man da direkt unter dem Mast steht oder besser gesagt ein bisschen davon weg, genau da drunter. Dürfte eigentlich ein ganz schlechter Empfang sein. Aber ich gehe zum Auto zurück und dann fahren wir noch ein paar Meter. Back in the fight, this can't be a surprise. Was liegt da im Wasser? Kannst von hier nicht erkennen. Vielleicht ein untergegangenes Schiff. Also so wie es aussieht, ist es ein versunkenes Schiff. Und das würde auch auf diesem Schild stehen, glaube ich. Und wir sind jetzt extra hier angehalten. Ich finde, es sieht super aus. Das ist jetzt unser nächster Versuch für Trinkwasseraufnahme. Wir brauchen nämlich wieder Frischwasser, weil wir haben nur noch 20%. Auch dieses Wasser war leider unbrauchbar für uns. Es war sehr schmutzig und wahrscheinlich geschuldet den Unwettern, die hier waren und diesen Schlamm aus den Bergen mitgebracht haben. Maybe I need a break. Maybe that's why I fade into this bitter
taste. I think I'll let it be. Guten Morgen. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie morgens schon ganz früh die Schifferboote rausfahren. Ich glaube, hier will einer gestreichelt werden. Er saß erst ganz unten und kommt immer höher. Ja. Super. Kein Küsschen. Nein, nein. Ja, komm wieder runter. Komm wieder runter. Nein, ich gehe jetzt nicht mehr runter. Nein, nein. Nein, nein. Hier haben wir einen blinden Passagier entdeckt. Guten Morgen! Wir haben heute Siede verlassen mit seinem 11 Kilometer langen Strand. Aber da war nur braunes Wasser. Verschmutzt und der Strand hat uns auch nicht gefallen. Außerdem hat es heute Nacht richtig gestürmt und geregnet. Deshalb fahren wir jetzt weiter und hoffen auf Sonne. Wir sind jetzt schon ein paar Kilometer gefahren und hier ist das Wasser wieder blau. Wir können aber nicht ran, weil die Küstenstraße so weit oben verläuft, dass man gar nicht ans Meer ran kann. 150 Meter hoch. Ja, ist gar nicht so hoch, aber zu hoch, um mal eben zum Wasser zu gelangen. Ne? Ja. Ja. Baum mitten auf der Straße. Vielleicht kann der Ottmann den wegziehen mit der Seilwinde. Da wird heftig diskutiert, aber keiner will helfen. Keine Ahnung. Er gibt sich alle Mühe, aber irgendwie wird er total ignoriert. Keiner hilft. Keine Ahnung, aber alle wollen da durch. Abgebrochen, Ottmar, der Arzt.
steht auf jeden Fall schon eine ganz lange Schlange hinten. Alle wollen da jetzt durch. Aufgewickelt und dann können schon wieder alle durchfahren. Sieht schon gut aus. Den Rest muss hier irgendwie die Gärtnerei machen. Alle waren glücklich und wir waren froh, dass wir helfen konnten. Und jetzt geht's für uns weiter. Hallo! Nachdem wir heute fast 300 Kilometer gefahren sind, ist endlich die Sonne da. Wir haben ein paar Tunnel durchfahren, Gebirge durchfahren. Wir haben die Stadt Bolu besucht oder auch nur durchfahren. Ich glaube, der Ottmar ist jetzt ziemlich fertig. Ja, war jetzt eine lange Strecke, anstrengend, Bergtour, da waren alles dabei. Jetzt freuen wir uns gleich auf ein schönes, gemütliches Abendessen. Oh ja, ich mache heute noch ein schönes Abendessen und vielleicht gehen wir auch noch ein bisschen in die Sonne. Sad eyes. Don't you cry, 'cause you know. Little sad eyes. Love will come, love will go. But when you're strong, you never ask why. But can you learn to love your weakest side? Mitten in den Bergen, hunderte von Schlössern, die alle nicht bewohnt sind. Nach wie viele Stunden sind wir gefahren? Keine Ahnung. 8, glaube ich. Mehr als 3 Stunden. Ganz vielen Stunden sind wir endlich an unserem Ziel angekommen. Kurz bevor die Sonne untergeht, wir haben einen super Stellplatz. Den zeige ich euch gleich noch. I see you carry all that pain. It's a sad life. If the hurt is all in vain, but you'll get through the darkest nights. When you learn to find your shining lights, little sad. Für uns geht's jetzt zurück zum Hero. Dieser Tag war wirklich lange genug.
Aber schön, dass wir diesen Blick noch erhaschen durften. Hey, cool, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid und vielen, vielen Dank dafür. Wir freuen uns auf eure Kommentare zu diesen Erlebnissen, die wir hatten. Mhm. Und natürlich, wenn euch der Vlog gefallen hat, lasst bitte gerne ein Abo da oder einen Daumen nach oben. Wir freuen uns so riesig darüber. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Da wird es wieder mal spannend. Wir zeigen euch noch mehr vom Burj Al Abbas oder Al-Babas und noch eine Geisterstadt, ja, die und ganz anders ist. Ne? Ja, die einmal ganz anders ist, aber was viel, viel gravierender beim nächsten Mal ist, ist das Thema der Drohne, die wir haben fliegen lassen an einem Ort, wo wir sie hätten nicht fliegen lassen dürfen. Und wir haben richtig fett Ärger gekriegt. Ja. Und das werdet ihr im nächsten Vlog dann sehen. Und ansonsten jetzt noch ganz kurz in eigener Sache. Ihr wisst, dass wir die Powerstation von Alpowers einsetzen und wir haben mittlerweile noch eine zweite bekommen. Und das ist die S2000 und ich kann euch nur empfehlen, nutzt den Black Friday. Dort gibt es mega coole Rabatte von Alpowers und vielleicht noch meine obendrauf. Mhm. Also schaut einfach unten nochmal rein in die Beschreibung von dem Video. Da sind die ganzen Links drin. Es geht noch bis 6. Dezember. Also viel Spaß beim Shoppen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Tschüss.